Dann herzlich willkommen. Heute spielen wir zum ersten Mal Towerfell Easy. Das ist eine abgewertete Version von Towerfell und ich würde sagen, wir beginnen. Es gibt keine Checkpoints, also man kann komplett runterfallen. Aber, und wenn ein Laser berührt, man stirbt nicht sofort, aber man bekommt etwas Schaden. Ihr hoch. Und es ist doch nicht so ganz easy, wie ihr vielleicht denkt. Wenn ihr hier zuschaut, weil ihr müsst ja nichts machen. Also es wird oben wirklich tricky dann. Die, das habe ich einmal schon gehabt. Welches wird? Also ich spiele das im. Ich glaube mal, es ist blau. Ja, es ist blau. Ich bin einfach eine Legende. So. Jetzt ganz schnell hier. Die ganze Zeit hopp. 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 Weil wir sterben noch nicht, wir haben noch genug HP. Wie ihr oben an meiner HP-Leiste seht. Oh, das war gerade richtig knapp vom Runterfallen. Ich habe vor der Aufnahme schon bis hier versucht, aber dann bin ich runtergefallen. Also nein, nicht bis hier, bisschen weiter. Aber ich bin auch an so einer Stelle runtergefallen, wo ich sonst nie runterfalle. Also glaube ich, dass es heute ganz gut laufen wird. Hopp, hopp, hopp. Das müssen wir warten, bis das Ding kommt. Und wenn jetzt hier andere gleich kommen, nicht wundern. Die werden für euch neben dem Ding laufen, wenn ihr das mal spielt. Aber für. Also ich werde es auch für andere Spieler, die jetzt. Wenn die jetzt hier oben wären, würde ich für die neben diesem Ding laufen, weil es sich halt bewegt. Aber das stimmt in echt nicht. Das geht halt nicht anders, weil irgendwie die Dinger für jeden Spieler. Nein! Ich hab's gesagt. Okay, ich würde sagen, wir sind jetzt am ganz kurzen Cut, wenn ich wieder oben bin. Bis gleich. So, ich bin jetzt wieder da, wo wir waren. Und nehme jetzt hier weiter. Hier vorbei, an dem Teil und auf diese Bälle hier. Aber wenn man hier weiter runter geht, dann schafft man. Die auch super und jetzt hier. Und hier falle ich immer runter, immer. Was habe ich gesagt? Hallo? Herr Weg, sehe ich noch? Hallo? Hallo? Okay, ich würde sagen, das war's. Ich bin gestorben. Nein. Und dann würde ich sagen, ich zeige euch gleich mal nochmal kurz den echten Tower of Hell. Tower und den Tower of Hell Medium. Und dann würde ich sagen, bis gleich. So, das ist jetzt der Tower of Hell Medium. Und hier ist es halt so. Da ist gerade vor, thank you for 10 million visits, gibt's jetzt dieses Ding und das ist ziemlich cool, ich zeige es mal. Normalerweise müsste man hier die Jump'n'Runs machen, aber ich habe keinen Bock darauf. Nimm hier einfach meine Sprungfeder und springe hier hoch. Jetzt packe ich sie aber ein, weil hier ist sie nicht so gut. Halt an den Stellen, wo sie gut ist, bringt sie was. Aber an den Stellen, wo sie nicht so geil ist, kann man sie auch einpacken. Das finde ich auch noch gut, dass sie nicht dauerhaft aktiviert ist. Aber jetzt könnten wir sie wieder gebrauchen. Super. Super. Und jetzt hier hoch. Oh. Geht's hier weiter? Und wie die alle da hoch. Jetzt auch einfach mal da hoch.
Ich wusste jetzt auch nicht genau, was da jetzt der Fall war. Wir nehmen jetzt einfach mal nochmal. Ja, seht mein HP, deswegen warte ich jetzt hier und bewege mich kurz nicht. Och man. Okay. Das ist doch nicht so, wie ich gedacht habe. So. Hier rüber. Hier. Das sind wir hier. Nein. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns gleich noch im kurzen Cut, wenn ich wieder da bin. So, ich bin jetzt wieder da. Und ich würde sagen, wir springen hier rüber. Hier. Ich hätte gerade so Angst. Hier. Hier. So. Mann, ey, ich krieg das irgendwie gerade null hin. Ach doch, jetzt. Hier rüber. Hier rüber. Nein! Nein.
So, jetzt. Moment. Okay, dann würde ich sagen, habe ich euch den Tower auch ein bisschen gezeigt, dann wechseln wir kurz zu Tower of Feather und ich zeige ihn den euch auch ein bisschen. So, das ist Tower of Fell. Wir müssen hier halt verschiedene Sachen machen. Wie zum Beispiel, wir müssen jetzt hier hoch, wir haben noch 1:10. Aber jetzt seht ihr, die ist schon ganz oben, die wird gleich Speed machen zweimal. Läuft die Zeit zweimal so schnell, weil wenn einer oben ist, läuft die Zeit immer zweimal so schnell und man kann halt runterfallen. Ja, aber ich kann es in 55 Sekunden hier nicht viel machen. Ja. Aber so läuft es halt. Man kann davon nicht gegen die Kugel schwimmen, ich würde sagen. Ich zeige euch jetzt mal kurz nochmal nach oben, wie hoch der ist. Ihr seht es hier. Die eine hat es auch nicht geschafft, die ist komplett runtergeflogen. Hier oben ist gar niemand. Da es jetzt aber eh nur noch 9 Sekunden sind, ist es jetzt auch egal. Weil in 4 Sekunden kommt ein neuer Tower. Und das hat man halt 10 Minuten. 9 oder 8 Minuten. Okay, ihr habt nichts gesagt. Kommt auf den Tower an. Aber wenn halt sehr viele Leute sind, ist es halt immer schwerer. Aber das kennt ihr ja. Versuche es einfach mein Bestes. Ich bin kein Tower of Hell. Kein Pro in Tower of Hell. Ja. Hab's gesagt. Aber es gibt welche, die spielen das jeden Tag und ich schaff's fast immer einer. Also in der Runde hat es niemand geschafft. Das war ein bisschen eine komische Server-Zusammensetzung. Aber normalerweise gibt es eigentlich immer einen, der das schafft. Ja. Okay, schlecht. Ja. So läuft der Tower Fell halt. Er sei ein bisschen schwer. Also sonst, wenn ihr selber an den Tower Fell verzweifelt, seid ihr nicht die Einzigsten. Dann schaut gerne mal bei Goblox-Girl 9 auf TikTok vorbei. Da kommen auch manchmal, kann auch zweimal Tower of Verzweiflung TikToks. Dürft ihr gerne anschauen, auch gerne ein Like da lassen. Die ist ja auch oft in den Videos dabei. Ja. Schaut auch immer meine Videos, also wenn ihr es in die Kommentare schreibt. Sie wird sehen. Ja. So ist es halt. Man kann mit anderen Leuten spielen. Was ich euch jetzt aber noch zeigen wollte, ist der Pro Tower Fell. Der hat mehr Stages. Und ist halt schwerer. So. Aber ich glaube, es hat jemand. Ist es nur Gravity? Ja, es ist nur Gravity, glaube ich. Hat halt irgendjemand wieder was gekauft? Ja, ich hab's gesagt. Der hat halt viel mehr Stages, seht ihr, geht 10 mal mehr. Hoch. Ja, jetzt. So. Und man kann sich halt was kaufen, wenn dann einmal oben war, da ich aber noch nie oben war, weil es ist nur von Genie Forever, dass man sich da was kaufen kann. Es gibt da halt welche, die kaufen sich nur Gravity, dass man besser springen kann, dass man die Laser berühren darf, ja, und dann ist halt leichter hochzukommen. Ja, und das sind halt noch die Pro Towers. Dann würde ich sagen, versuchen wir es auch ein paar Mal, aber wir werden es wahrscheinlich nicht hinkriegen.
wenn man da weggeboostet wird von den ganzen Leuten. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ich werde nämlich noch eine Sache zeigen. So. Ich decke irgendwie komplett, aber das ist auf jeden Fall Corridor Cell. Hat den Hintergrund, dass man einfach auch im Korridor so, also halt in so einem langen Streifen Hindernisse überwinden muss und nicht runterfallen darf. Das ist der Hintergrund. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade das Atmen mal leck. Aber dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Jetzt, wer nicht gewartet hat, durch den Kanal gerne abonnieren. Jeden Tag um 13 und 14 Uhr kommt ein Video. Wenn ihr keins mehr verpassen wollt, Kanal gerne abonnieren. Und ihr dürft auch gerne ein Like da lassen für mehr solche Videos, wo ich euch ein paar Spiele kurz zeige. Und dann würde ich sagen, und ihr dürft natürlich auch gerne auf Instagram und TikTok folgen. Dort als Kami-Gaming. Dort hört ihr immer morgens circa um 7:30 Uhr über die Videos, die um 13 und 14 Uhr ankommen, informiert. Und könnt ihr davor wissen, welcher Titel des Videos und euch schon freuen. Und dann würde ich sagen, ciao Leute.